What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sofa zum Spiel, TF2. Wir fangen heute mal im Hauptmenü an, wie man sieht. Und zwar, alle Zeichen für Halloween stehen vor der Tür. Halloween kommt morgen. Ich bin mir zu 90% sicher, dass Halloween morgen im Update kommt. Also im Update Donnerstag auf Freitag halt. Warum ich mir sicher bin, erstmal, es gibt wieder Anzeichen. Erstmal, die Schlüssel sind verteuert worden auf 1,99. Was einen Grund haben muss. Das kann nur der Grund sein, es kommen bald wieder neue Kisten, / Halloween oder irgendwas ähnliches in dem Sinne, wo man wieder Sachen öffnen kann, und Valve möchte ein bisschen mehr Kohle einstreichen. Dazu auch gesagt, wir haben jetzt bereits hier, es ist Mittwoch, wir haben jetzt hier bereits Halloween und Halloween. Nur ist da nichts. Und ich kann auch nicht spielen, weil es keine Server gibt anscheinend. Aber es deutet alles darauf hin. Naja, wir sehen uns auf dem Server. So Leute, wir sind endlich auf dem Server. Ich habe gerade geschaut, Halloween-Items sind sogar aktiv. Das heißt, man kann sich wieder einkleiden, wie man möchte. Ich spiele natürlich auf einem Valve-Server gerade. Heavy, Dust Bowl. Ich hoffe, die Kombination klappt mal. Denn ihr wisst ja, ich versuche oft Heavy zu spielen, aber... Heavy ist immer schwer irgendwie. Ich werde entweder gebacksteppt durch dumme Sachen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, normalerweise etwas, was ich nicht tue, was ich euch jetzt aber erzähle. Ich bin gerade aus dem roten Team gewechselt. Ich habe mich nämlich lautstark im Chat aufgeregt, da wir 5 Sniper im roten Team hatten. Ist es dann gerechtfertigt, dass ich mich aufrege und dann wechsle? It's a spy. Somewhere is a spy. And I just shot at him. Nee, aber boah, tut mir leid. Also 5 Sniper gerade im Team. Nee. Geht mir zu hart auf die Nerven schon wieder. Aber nee, das wird hier schon werden. Obwohl, jetzt kommt da hinten auch eine Heavy-Kombination. Na, auf jeden Fall, heute möchte ich mit euch ja nicht über Halloween oder ähnliches reden, denn Halloween ist halt noch hin in dem Sinne. Sondern ich möchte heute mit euch über 2 kleine Themen reden. Und, oh mein Gott, kann mich jemand verteidigen, Mann? What the hell? Da oben stehen 2 und ich... werde von einem scheiß Pyro weggefickt, weil Leute denken... Gott, Entschuldigung, ich krieg mich gerade voll rüber auf, aber... Meine Fresse, kann man hier mal normal spielen? Wieso ist das immer so oft, dass es so Mist passiert auf diesen Servern? Bullshit. Auf jeden Fall, heute möchte ich mit euch über 2 kleine Sachen reden. Einmal darüber, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte jetzt letztens, aber... Ich habe es ja geschafft, nur an alle Heavy Items zu bekommen. Ich kann jetzt quasi mein Heavy bunt einkleiden, wie ich das möchte, und muss quasi auf nichts mehr Acht geben. Und das ist eigentlich eine Sache, die mir logischerweise ziemlich gut gefällt. Hat ja doch ziemlich lang gedauert. Und ich möchte darüber jetzt auch auf das Thema Traden kommen. Denn was ich auf Outpost immer wieder erlebe, ist seltsam. Ist vielleicht ein schlechtes Wort dafür. Was ich auf Outpost erlebe, ist, dass Leute wirklich geschockt sind, wenn man ein effizienter, schneller Trader ist. Ich meine, ich gucke mir im Vorfeld an, welche Hüte ich brauche, und dann gucke ich auf Outpost, ich möchte den und den Hut haben. Dann lese ich mir durch, was sie geschrieben haben, sende ein Handelsangebot oder adde mich oder mache ich das halt dementsprechend. Aber die Leute, die ich dann adde teilweise, sind erschrocken und erstaunt und können es gefühlt nicht fassen. Ich guck mal, was hier los ist. Und können es gefühlt nicht fassen, dass es so schnell geht, dass so ohne Probleme geht. Ich weiß ja nicht, was andere Trader machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie das typische Trader-Klischee erfüllen. Damit meine ich, Leute enden jemanden zum Traden für ein Item. Der Typ hat einen Itempreis angegeben von zum Beispiel 2 Rev. Und die Leute, die ihn adden, wollen ihn dann unterbieten im Chat. Obwohl er gesagt hat, der Preis ist fest und da werde ich auch nichts dran machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es von dieser Art von Leuten so viel auf Outpost gibt. Ich weiß es nicht, ich bin einfach nur geschockt deswegen, irgendwie, also, ich muss wirklich sagen, geschockt, denn immer wieder, was ich erlebe auf den Servern, das ist einfach nur, das ist schwer zu glauben, nicht auf den Servern, schwer zu glauben, mit den Leuten, dass die so, ja, so sind. Oh ja, oh Gott. What is happening? Kriege ich das jetzt hin? Oh mein Gott! No! You bastard! Ich gehe nicht runter, bin ich blöd? Lieber ein dummer Sniper hier. Und warte auf mein Health-Kit hier. Bitte. Yeah! Oh Gott. Ah! No! Hätte er klappen können. So seht ihr, so geht das mal. Irgendwie. Ja, endlich.
Kusus. Nee, aber also Outpost ist es wirklich, ich bin wirklich teilweise geschockt, was die Leute mir da irgendwie, zumindest in dem Sinne andeuten, was andere Leute anscheinend machen. Nun, manche Sachen sind nun einfach seltsam und kann man nicht ändern. Oh, hier haben wir den, was ist das denn für ein Heavy? Doktor, Doktor, ruft der jetzt weiter noch Doktor? Das wäre so cool. Manche Heavys sind ja richtig so, die bestehen darauf, dass ein Medic sie heilt und rufen so lange Medic, bis du sie heilst. Das ist die schlimmste Sorte von Spielern, die man trifft, finde ich. Die ultra nervigen. In dem Sinne. Ah! Okidoki. Ich lasse dir den Vortritt, während du alles abfängst. Und jetzt komme ich. Boom! Kill gezogen! Ah, ich habe nicht mit dem Hans-Mitzen-Upper jetzt gerechnet. Um der Ecke. Um die Ecke. Um das Ecke. Der, die, das. No fucking way! Gott, vor allem, wir haben zwei Engineer. Nee. Nee. Bauen nichts. Ist ja langweilig, wenn wir was bauen als Engineer. Ah, das ist ja ein Dreh. Steht doch richtig gut. Steht doch richtig gut. Wo bin ich heute aggressiv? Man merkt das richtig. Also, ah. Ich finde heute einen guten Grund, um mich über alles aufzuregen, habe ich das Gefühl. Let's go am Arsch mit unseren vier Spice. For Spice. Alrighty then. Kann nur laufen. Vor allem auf dieser Stage. Auf dieser Stage Spy zu spielen. Ich meine, ein Spy oder zwei Spice. Okay, ist ja normal. Aber vier? Auf dieser Stage, wo sie... Ja, das wird nichts. Das wird nichts. So, zweites Thema, womit ich heute über euch reden möchte. Lego Mindstorm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Lego Mindstorm müsst ihr euch so vorstellen, wie ihr baut Lego. Nur das ist für Erwachsene. In dem Sinne. Und zwar, Lego Mindstorm ist quasi, man hat einen großen Kasten an diesen ganzen Lego-Bausteinen. Also nicht die normalen Standard-Kinderbausteine, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern halt richtig diese Lego-Technik-Bausteine. Du hast ein NXT-Gerät, das ist quasi ein mechanisches Gerät, was du mit per API ansteuern kannst. Und das erlaubt es dir quasi mit Java-Programmierung dort ein bisschen was rumzureißen, ein bisschen Motoren anzusteuern, Lichtsensoren anzusteuern. Das freut mich ja momentan am meisten. Ich kann, wir können richtig die Lichtsensoren, Buttons und so weiter ansteuern, also Buttons auf dem NXT-Gerät, Lichtsensor, die wir anschließen können per Port, genau wie die Motoren. Wir können drei Motoren anschließen, vier Lichtsensoren theoretisch. Das Ding ist einfach faszinierend, finde ich, das Ding. Und das ist halt bei uns momentan in Arbeitstechniken, in unserem Kurs, ist es halt unsere Aufgabe. Wir haben uns halt für Lego Mindstorm entschieden. Was ja auch wahnsinnig Spaß macht, oh, auf jeden Fall. Wir programmieren das mit Java, das macht, das geht super. Wir haben eigentlich so 8 Wochen Zeit. Jetzt haben wir gestern, gestern war halt das zweite Mal Praktika. Also heißt halt Praxisunterricht. Und wir haben es gestern hinbekommen, die Bewegungssteuerung. Wir müssen hier so eine Art Linienfollower machen. Das bedeutet einfach nur, wow, da steht da mit den zwei, lol. Linienfollower bedeutet einfach nur, du hast ein Fahrzeug, das muss einer Linie folgen können, ohne dass du selbst bedienst. Das heißt, alles automatisch und, ja, hoffentlich funktionsfähig im Endeffekt. Und wir hatten ja schon so ein kleines Grundgerüst, das haben wir jetzt nochmal umgebaut, nochmal neues Design fürs Fahrzeug entwickelt, dass es ein bisschen stabiler ist. Oh, 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 so viele Sniper, oh mein Gott. Komm schon, da kam der Pyro von rechts. Nee, ja, wo war ich jetzt gerade? Genau, das ist halt einfach, wie gesagt, müssen Linie folgen. Mit Lichtsensor sollte der bedienbar sein mit zwei Motoren, dass er auch lenken kann. Und wir haben es jetzt gestern in der zweiten Stunde hinbekommen. Nachdem wir unser Design verbessert haben, damit das alles ein bisschen stabiler wirkt, haben wir halt programmiert und BÄM! Ich sag wirklich nur BÄM! Das Ding funktioniert bereits zur Hälfte. Wir haben dann einen Kurs, auf dem wir immer wieder testen können. Das hat einige geschlingelte Kurven und einige richtige Eckkurven, also 90-Grad-Kurven. Und diese 90-Grad-Kurven sind echt ein Problem. Wir haben das Ding hinbekommen, dass es fast komplett bereits funktioniert. Nur, also die geschlingelten Kurven sind auf jeden Fall ein, das ist auf jeden Fall hundertprozentig, lol. Ist auf jeden Fall hundertprozentig funktionsfähig. Das klappt jedes Mal, wenn wir es einstellen. Nur die 90-Grad-Kurven sind für uns wirklich eine Pein. Ich hab mir gedacht, ja, ich nehme mal ein bisschen auf, damit ich das hier zum Beispiel so ein Video hier einblenden kann. Ich habe auch eine kleine Aufnahme auf dem Handy, nur... Ah, ist das der Vorführeffekt gewesen, ne? Und in dem Moment hat das Ding einfach nicht mehr funktioniert. Das ging dann einfach nicht mehr um die Kurve herum und... Ah.
Sonst hätte ich euch das hätte ich euch heute mein unser Lego Mindstorm Design gezeigt. Das ist ja auch Gruppenarbeit, also wir sind zu viert. Den einen aus der Gruppenarbeit, von dem habe ich ja schon mal ein bisschen gesprochen hier, mein Kollege, der so gut in Counter-Strike ist, wenn, habe ich ja schon mal öfters gesagt hier, dem ich auch bald mal Counter-Strike Let's Play werde, so nebenbei gesagt. Oh lol, oh lol. Und ja, ansonsten wie gesagt, vier Leute und es geht einfach richtig gut. Das geht einfach richtig gut zusammen. Zwei sind immer so fürs Design zuständig, zwei sind dann fürs Programmieren zuständig. Wobei wir allgemein rotierendes System haben. Meine persönliche Stärke ist ja das Programmieren. Nur, ja. Och, danke fürs Blocken, Pyro. Also meine persönliche Stärke ist ja das Programmieren, wobei ich jetzt gestern ein bisschen am Design geholfen habe, wobei nicht wirklich viel. Denn wir müssen ja auch irgendwie solche Listen die ganze Zeit wieder ausfüllen und boah, ist das nervig. Das kostet so viel Zeit und ist so unnütz, aber müssen wir leider machen für diesen Kurs. Deswegen habe ich gesagt, ich gestern mit einem Kollegen länger an der Liste, als dass ich am Design gearbeitet habe. Und habe am Schluss dann einfach mehr mitprogrammiert. Vor allem, ich musste ja gestern noch bis abends da bleiben. Das hatte den Grund, denn ich habe abends noch so ein Mathe-Ding, was ich, wo ich noch reingehe. Ich habe ja gesagt, dass ich meine Matheprüfung bestanden hatte. Oh, 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 oh. Ich hatte ja gesagt, dass ich meine Matheprüfung bestanden hatte, nur ganz klar mit 41 Punkten. Und ich möchte gerne, wenn ich diesen Nachholkurs belege, dann sind das halt 80 Punkte. Und das heißt, das wird um einiges leichter fallen später. Und deswegen mache ich halt den Nachhilfekurs. 80 Punkte, immerhin eine ganz schicke Sache. Oh wow, oh wow, oh Gott, oh Gott. I'm going to die. I'm dead, lass mich hier durchlaufen, wieso kann ich hier rückwärts nicht durch? Panik! Panik! Stirb! Stirb! Du auch! I like it very much. Very much, much, much. The evil is within me. Wink, wink. So, aber nee, das Lego Mindstorm Ding ist einfach wunderbar. Es macht so viel Spaß, damit zu programmieren, das Ganze anzuschauen. Vor allem die API ist so leicht gestaltet. Man braucht wirklich nur grundlegendes Java-Wissen und dann reicht es schon mit dem grundlegenden Wissen, da richtig was rumzureißen. Wobei ich jetzt halt angefangen habe, das so ein bisschen in Funktionen auszulagern, beziehungsweise in andere Klassen. Das ist ja so ein bisschen fortgeschrittenes Java-Zeugs eigentlich, was wir auch noch in der Schule gar nicht hatten. Aber das ist halt so was, was ich mir, womit ich mich privat halt schon beschäftigt hatte. Und damit kann man halt ganz easy den Code aufräumen, den Code übersichtlicher machen. Das ist halt so mein Ziel. Ich lasse die anderen, das war so mein persönlicher Gedanke, ich lasse die anderen programmieren. Und ich bin dann immer so der, der den Code am Schluss aufräumt, der den, der ein bisschen Übersicht reinbringt, denn ich habe halt so auch allgemein mit das meiste Programmierwissen. Ohne mit jetzt hochzuheben, aber ich habe halt schon, das ist halt etwas, womit ich mich persönlich definiere, also ich muss es hochheben. Dass ich gut programmieren kann. So, stirb, Heavy! So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte eine Killstreak auf dem Ding. Ganz ehrlich. Das, ich meine, es ist selten, dass ich, oh mein Gott, dass ich so abgehe als Heavy. Es freut mich so ein Keks gerade. Und du wirst mich jetzt nicht umbringen! Gott! Komm schon. Komm schon. Selten, dass ich so gut rumreiße als Heavy. Und gerade in einem Let's Play. Weil Heavy Let's Plays sind ja immer so, so lullig irgendwie. So ganz okay, aber nie so. Nie eine positive KD. Eher meist eher so negativ oder gerade mal so eine. Yeah, KD halt. Gerade mal so irgendwie. Oder negativ oder genau. Passend. Whatever, whatever. So, ja, ich muss mich hier ein bisschen anders in Sicherheit bringen. Springen. Gottes Willen. Ich finde das Bauteam wirklich sehr schade. Ich dominiere drei Leute. Was ist hier los? Wie cool ist das denn bitte? Oh, dein Tod erwartet dich. Ich will den Heavy jetzt haben. Meiner. Okay. Okay. Nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Dimmit, 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 dimmit. Ah, schade. Nehme ich mal Healthkit hier mit. Nein, ich hab's gerade gemerkt. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Na ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.